Herzlich willkommen zurück zu Metro Exodus. Wir machen uns auf den Weg zu diesem verdammten Leuchtturm und finden die Satelliten. Wir wollen Karten, wir wollen wissen, was los ist in Russland. Deswegen, ab geht's. Das ist also die neue Map. Wir sehen uns. Los, da hängt jemand rum. Sieht doch alles schon sehr interessant aus. Ach nö. Okay, wir müssen noch Patronen machen. Ein paar Stück haben wir schon mal wieder. Weil wir müssen ja auch leise sein können. Mit dem Teil sind wir das nämlich nicht. Ich muss diesen Kanister irgendwann nochmal mitnehmen. Ist hier so eine Art Banditenlager oder was? Hier haben wir auf jeden Fall Öl und so ein Kram. Anscheinend überall. Aber gut, machen wir uns so weiter. Nur ein Blutgeier, wisst ihr. Warum du, Mirsa? Ich dich nicht kenne, gar nicht. Du kommst nach uns zu sehen, ja? Ah, das sind die Sklaven. Kommst von Baron, vom Turm, ja? Mir vergib, Mirsa, ich dummer Sklave. Ich nichts weiß, gar nichts, nichts. Meister da oben, ja. Meister alles weiß, ja. Okay. Das fertig mit der Welt sind die auch. Oh, Alokudai, die heilige Flamme! Du groß! Du Universum längst!
warum du hier? Was hier machten? Wer dich gelassen? Meister dich nicht erwartet. Tu gehen! Bitte nicht gehen! Volmedi, du nicht dürfen! Heilige Flamme bestrafen wird! Okay, na dann. Bevor wir nicht wissen, was das für Typen sind, will ich da auch hier keine Regeln sprechen. Hinterher helfen sie uns. Auch wenn sie gerade IQ mäßig sehr, sehr gut sind. Ein neuer Eintrag. Eine einheimische Frau hat uns kontaktiert. Sie wird am Leuchtturm von Bandit belagert. Wenn sie jetzt hier helfen, dann wird Kommunikationszentrale zu finden. Diese Gelegenheit können wir uns nicht entgehen lassen. Wir sollten helfen, aber mach Sackgasse. An die Arbeit, Miller, Ende und aus. Wird hier komplett wieder so ein Ghoul. Der gesamten Mutanten. Oder sowas? Was war das gerade? War da gerade jemand? Hä? Wie bin ich gerade gestorben? Also ich habe keinen gesehen. Wir gucken uns das jetzt nochmal an. Nur diesmal vielleicht etwas besser vorbereitet, nicht wahr? Okay. Nein, das nicht. Ich will nicht pennen. Pennen kann man nur, wenn man tot ist. Stolperdraht, na super. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich habe auf jeden Fall schon mal eine Lücke gefunden. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Ihr verdammten Arschlöcher! Was ist so schwierig daran, sich mit einer ganzen Bande eine armselige Frau zu krallen? Sie hat schon ein Dutzend der Jungs umgelegt. Tja, wenn ihr weiter mit euren Ärschen denkt, bringt ihr euch auch noch um und klopft dann an meine Tür. Ich bin mit diesen Erfällbereit. Sie ist hochgegangen. Scheiße. Das tut so weh. Der Körper brennt! Ich kann mich nicht! Nochmal schnell das Speichern. Nicht mehr!
ganz schwach. Helfen kann ich ihm auch nicht. Wenn ich nicht schieße, ist wieder der blöde Patrick. Das hat er nur gemacht. Warum zum Teufel hängen wir hier ab? Wir müssen den Jungs da helfen. Wir sollen die Fallen befreien. Die Schlampe kann ohne sie nichts machen. Nur damit kriegt sie unsere Leute. Da unten scheint irgendwas zu sein. Der Wind wird sie wohl herumgewirbelt haben. Da ist der Feind! Der durch. Nein! Keine Wahl gelassen, Kumpel. Mann! Das gibt's doch nicht, diese Scheiße! Gott! Diese scheiß Stolpertrete! Was ein Mist! Da denkt doch kein Mensch dran! Assis, ey. Scheiß Stolpertrete. Zum Kotzen. Jetzt werden wir die Ratte kalt machen. Der Baron hat gesagt, er zahlt gut, wenn der da tot ist. Das ist schön. Ich hoffe, die denken sich nicht gerade irgendwelchen Mist aus. Gib dich sofort! Diese Dosen lenken niemanden ab! Landen wir jetzt in der Hölle? Stehen bleiben, du Narr! Lass den Aufzug runter, du Miststück! Du kannst uns nicht alle umlegen, Schlampe! Selbst wenn nur einer von uns übrig bleibt, kriegen wir dich! Bewegung! Los, macht ihr Druck! Dieses Miststück legt uns die Jungs wie nichts um, aber nicht die Sklaven! Was hat sie erwartet? Sie ist immerhin wie sie! Die räuchere ich jetzt auf! Scheiße! Wir... Ha!
Jetzt habe ich Hilfe! Wir werden euch Hunde töten! Ich will dich! Wo ist euer Baron? Warum ist er noch nicht hier? Boah, fuck it. Ich habe ihn im Visier! Nimm das, du Scheitern! Komm, wir schaffen das. Da, du dreckiger Hund! Wir werden alle Hunde töten und dann Tee trinken. Ist alles jetzt ruhig? Ich dich töten. Sind alle tot? Dann komm hier hoch. Du hast meine Feinde getötet. Daher betrachte ich dich als Freund. Du Feind! Die Tür ist verriegelt. Warte, ich lass den Aufzug runter. Okay. Wo ist der Aufzug? Ah, da. Ein Boot. Okay. Warum auch nicht, ne? Komm zum Aufzug! Bam! Du bist Artyom? Komm rein. Wer Munai Baila tötet, ist mein Freund. Die Munai Baila, wie wir sie nennen, haben meine Leute zu Sklaven gemacht. Wollten mich in Fesseln legen. Der Tod ist besser. Ich höre dich laut und deutlich. Dein Mann hat mir geholfen. Ich stehe in eurer Schuld. Aber warum seid ihr hier? 5 Jahre ist niemand gekommen. Nur Munai Baila. Tiun, was weißt du über die Antennen bei deinem Leuchtturm? Das war vor dem Krieg eine Kommunikationszentrale. Meine Mutter hat da gearbeitet. Sie war ein Kommunikationsoffizier. Das Gebäude ist seit langem verlassen. Ich habe dort nach dem Krieg Spuren von Mutter gesucht. Habe aber nichts gefunden. Verlassen? Wir haben dir geholfen. Kannst du jetzt unserem Mann helfen, da hineinzukommen? Gut. Ich helfe ihm. Artyom, du musst das Archiv finden. Es sollte sich in der Nähe der Kommandozentrale befinden. Such nach Aufnahmen von vor dem Krieg, ab dem Jahr 2013. Damir wird bald da sein. Du kannst auf ihn zählen. Miller, Ende und aus. Wenn wir gehen wollen, dann besser jetzt, bevor noch mehr von ihnen kommen. Benutze die Werkbank, wenn irgendwas repariert werden muss. Danke. Es gibt alle möglichen Gefahren. Ein kluger Mann würde da nicht hingehen. Tja, ich bin aber ein dummer Mann. Du scheinst klug zu sein, aber du hast keine Wahl. Oh, die Kalaschnikow ist ein bisschen angeglitscht.
sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Meiner Meinung nach. Ist hier noch irgendwas, was irgendwie krass ist oder wichtig? First Aid Kit, jawohl. Bereit? Nein? Dann beeil dich, wir haben nicht viel Zeit. Gott, ey. Vor dem Krieg war es hier schön, das Meer. Ich war 5 Jahre alt. Mama war jung, lebte noch. Jetzt ist hier Wüste. Die Tiere sind zu Freaks geworden. Die Menschen sind zu Tieren geworden. Meine Leute sind zu Eigentum geworden. Nicht von alleine. Die Ölhunde sind schuld. Das Öl blieb nämlich, obwohl das Meer austrocknete. Alte Menschen sind gestorben. Nur Junge sind übrig. Und sie gehorchen jetzt ihren Meistern. Die Munai-Beiler sagen, sie seien jetzt Feuergötter. Und die jungen Menschen glauben es. 5 Jahre nach dem Krieg starb meine Mutter. Ich war ganz alleine. Ich weiß, wie man die Tür öffnet. Ich war schon dort. Aber wegen der Spinnen bin ich nie weit hinein. Was für Spinnen? Siehst du den Gang? Geh hindurch. Ich folge. Hier die Riesen springen. Der Strom ist schon lange weg. Wir müssen ihn einschalten, um das Tor zu öffnen. Folgen wir einfach dem Kabel, nur den Spinnen folgen. Singen. Okay, du willst die Tür aufmachen. Soll die unten sein? Okay, gut, dann machen wir das. Wenn du Mamas Bild siehst, bring es mit. Dann werde ich dir ewig dankbar sein. Ich hoffe, ich finde es. Wir versuchen es zu finden, weil dann haben wir schon mal einen guten Menschen auf unserer Seite. Zumindest anscheinend.
habe ich. Na? Ist jetzt langsam genug? Dass er wisst nicht mit mir. Ganz normal alles hier. Finden dieses Scheißbild. Also, es ist schon nicht ohne hier. Wo
Keine Panik. Oberst Markovs Abschiedsbrief muss unter Verschluss bleiben. Ich stufe ihn als streng geheim an. Niemand außer uns dreien darf von seinen letzten Befehlen wissen. Diese sind ohnehin null und nichtig, da Oberst Markov sich selbst getötet hat, um sich der Verantwortung zur Ausführung dieser Befehle zu entziehen. Anweisung 01 muss streng befolgt werden. Die Funkstille muss eingehalten werden. Der Krieg ist noch nicht zu Ende und wir sind Soldaten. Selbst wenn wir diese verräterischen Befehle ausführen wollten, hätten wir nicht genug Männer und Transportmöglichkeiten, um diese Reise über 1000 Kilometer zu bewältigen. Oberstleutnant R.V. Novikov, ehemaliger Kommandant der Satellitenkommunikationszentrale Caspian One. Hi, ich werde die Folge hier jetzt mal beenden, weil ich kam aus dem Spielrausch nicht mehr raus. Und dann, ja, wenn das Spiel Spaß macht, spielt man halt weiter, ne? Und achtet nicht mehr so auf die Aufnahme. Und die Aufnahme ist irgendwas um eine Stunde rum sonst. Deswegen würde ich die jetzt hier entzweien und gebe euch die Folge dann separat nochmal dazu. Also, ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Metro Exodus.